Ich bin gespannt. Drei Länder, Schreck. Gegen Le Finn. Le Finn. Hm? 21. Ja? Sicher? Ja, ich bin mir. Wir hatten vorher 21 gesagt. Okay, gut. Die anderen haben das Finale einfach bis 15 gespielt, aber das haben sie, glaube ich, so unter sich ausgemacht. Gut. So, jetzt geht's schon los. Erste Angabe. Oh, und gleich ein super flacher Abschluss. Jana ist auch Mitglied im ersten Kegelclub. Deswegen machen wir die Kegelschläge. Aha. Sieh den Move auf jeden Fall drauf. So. Starke zweite. Schön gestellt. Ja. Oh, hoch und weit. Ja, ah, das werden wir noch öfter sehen von Lena. Einfach hoch ballern und weit, und weit weg. Ja, aber ich glaube, wenn die jetzt anderen zwei richtig drin sind, wird das nicht der Weg sein. Ja. Den darf sie nicht aufs Netz. Ja. Oh, den bringt Ronja noch so stark zurück. Das ist halt das, was ich meinte, ne? Ja. Also, du denkst, du hast fast schon abgeschlossen und die bringen den wieder zurück und knallen ihn dir um die Ohren. Ja. Schöne Angabe, gut gestellt. Oh, sie steht perfekt in der Defense. Aber Roll-Up. Und wieder. Ja. Oh! Und dann haben wir gleich die erste schöne Rallye. Ja. Da steht sie nicht weit genug hinten. Aber schöne Defense. Ja. Schöne Rallye auch. Oh, da kommt wieder Lefty. Der Lefty. Oh. Oh. Der ist glücklich oder unglücklich. Ja, je nachdem. Aber schöne Lefty-Angabe. Leider kennt Anna die ein bisschen zu gut. Oh, schade. Facettet. Da hat es Lena sehr schön gemacht. Die ist den Schritt praktisch nach hinten gegangen gerade. Als sie gemerkt hat, dass Ronja auch den Schritt mitmacht. Ja. Und dann hat sie die Angabe nicht so mittig. Oh, so eine starke Angabe. Eieieiei. Und so schnell steht es 5-2. Ja. Ja. Hat Ronja vorher kurze Angaben auch gemacht? Ich glaube nicht, nee. Heute den ganzen Tag wurden sehr, sehr wenig Kurze gespielt. Ja, ist aber auch angenehmer in der Halle. Besser für die Knie. Ja. Oh, da kommt direkt die erste Kurze. Wenn man einmal drüber redet, geht's direkt los. Oh! Ich glaube, da hat Ronja den Ball nicht ganz getroffen. Dadurch war Fiona relativ stark verladen. Es ist dann schwer, nochmal in die andere Richtung zu laufen, wenn man schon anders unterwegs ist. Sieht immer ein bisschen blöd aus, aber da hat man eigentlich keine Chance. An sich stand sie da eigentlich perfekt für den guten Schlag. Oh, und den spielen sie ja. Oh, ja. Oh, guck, und die kommt da noch hin. Es ist so krass, wie schnell die sind. So. Geht sie wieder für einen Lefty oder bleibt sie doch beim ihrem Righty Cut? Oh, schön. Jam. Auf dem Körper. Ja. Oh, und schön in die Lücke abgeschlossen. Der ist auch so schön flach, da kommst du einfach nicht ran. Ich finde auch, wenn er halt genau in die Mitte geht, dann kann man sich auch nicht entscheiden, wer geht oder ist halt von beiden weit weg. Schwer zu bekommen. Oh, meine Angabe, die komplett daneben geht. Das wird sie gleich wieder gut machen, bin ich mir sicher. Ja, eine sichere Variante. Oh, wunderschön mit links. Ich finde es krass, ihre sicheren Angaben sind auch noch mit so viel Risiko gespielt eigentlich. Und die kommen immer. Ja. Das ist... sehr hohe Trefferquote auf jeden Fall. So. 5-7. Ja. Da steht und ist natürlich jetzt der Druck da. Aber trotzdem... schade. Ja, Fiona macht so oft diesen Knieblock. Lena, oder? Ja. So, ja. Ja, Lena. Also Fiona geht normalerweise immer lang und Lena blockt am Netz. Das war bisher immer die Taktik. Ja. Schade. Das sah ein bisschen schmerzhaft aus.
So. Anna bei 9,5. Schade. Es werden auch Doppelfehler selten. Ja, es wird aber auch sehr wenig safe gespielt, tatsächlich. Lena ist, glaube ich, die Einzige, die safe Angaben macht, das Zweite. Stimmt, ja. Oh, stark. Oh, und sie sieht, dass Lena nicht da ist. Oh. Ganz easy drauf. Ich glaube, es wird hintergecallt. Ja, ich glaube, Fiona ist da stark an hängen geblieben. Ja. Leute, nehmen sie. Ja. Und muss sie vielleicht sogar nehmen, weiß ich gar nicht. Ja, sicher drauf gemacht, kommt er wieder zurück. Und geballert. Oh, den hat sie. Jawohl, den hat sie. Und jetzt zum Netz hin. Oh, schade. Oh, so schön gestellt noch und so schön aus der Bewegung eigentlich genommen. Ah, das ist bitter, dass der nicht. Ich hatte es mit Tobi vorhin schon, die sind so schwer. Ja, weil du kommst aus dem Laufen und hast keinen sicheren Stand und dann noch Netz und Ball zu fokussieren, das geht auf so viel, dann doch nur Hitze und kommt noch dazu. Und der Set kam auch so von hinten. Oh, stark angenommen. Nein! Oh, schade. Da rutscht dir der Ball weg. Ja, das ist einfach der Angabendruck, der spricht. Es fühlt sich nicht so eindeutig an, wie das Ergebnis ist. Ja. Gerade. Mich hat das Ergebnis gerade auch überrascht, als ich rübergeschaut habe. Also spielerisch nehmen sich die Teams eigentlich nichts. Ja. Der macht sie gut. Der ist top gestellt. Drei Länderschreck sind ein bisschen souveräner oft, finde ich. Ja, die wirken vor allem sehr ruhig. Ja. Also das ist krass. Das hat uns, glaube ich, vorhin auch so ein bisschen gefehlt, so die Ruhe. Ja. Und die standen da ganz solide und haben einfach ihr Ding runtergespielt. Aber selbst wenn sie zurückgefallen sind, haben sie sich halt nicht rausbringen lassen. Nee, gar nicht. Einfach weitergemacht. Ja. Oh, stark. Der ist krass. Ganz schön ausgeguckt und dann einfach rüber. Hast du den noch so rüber geflickt bekommen im Handgelenk? Oh, nein. Ich glaube, da soll sie lieber für einen Pullshot gehen, aber. Justin, ich habe eine Frage an dich. Rank mal deine drei besten Faschingskostüme heute. Meine die drei besten Faschingskostüme. Die Schambergerinnen sind mit dabei. Dann die Cheerleader. Und ich würde sagen, es gibt eine eindeutige Top 2 und dann kommen ganz viele. Also. Was für das Beste? Hast du Easy Squeezy Lena Dings genommen? Ja, das sind die Schambergerinnen, oder? Okay. Sind die auf 1 bei dir? Die sind bei mir auf 1 tatsächlich, ja. So, zurück zum Finale. Ja. Im Stand 7-13. Okay. 8-13, ja. Das war der Rim. Oh. War doch kein Rim. War gut. Gut, habe ich falsch gesehen. Schön. Schönes Ace. Mit den Fakes. Und dann trifft sie den Ball leider ein bisschen zu hart für die kurze. Ja, da kommt die Safety-Angabe. Und der lohnt sich. Stark geregelt. Jawohl. So stark zurückgekommen. Ja. Dann schön reagiert. Das war der, glaube ich, so der erste Abschlussfehler von Ronja, den ich so jetzt gesehen habe. Kämpfen sie sich wieder ein bisschen ran. Ja. Oh, was eine Angabe. Oh, und den bringt sie zurück. Oh, und der beißt. Und die haben schon abgeschaltet. Den Hintern. Oh ja. Ja. Und da das kenne ich gut. Ja. Da schaltest du schon ab, du denkst, der ist weg und dann kannst du eigentlich nur noch zugucken. Ja, da hat sie die Split-Defense ein bisschen zum Konzept gebracht. Bei der Split-Defense, du rennst einfach rum und lässt erstmal wo offen. Und dann sind sie, glaube ich, stehen geblieben und haben den kassiert. Oh, das Break wäre so wichtig gewesen jetzt noch. Ja. Nach so einer Angabe hätte ich auch mehr als verdient. Ja. Oh, ja. Hoch und weit bringt Sicherheit. Ja. Gute Entscheidung, auch die Angabe anzunehmen. Bei ihr ist die zweite auch super stark. Da macht es auf jeden Fall Sinn, so ein Geschenk auch anzunehmen. Ja. Oh, stark. Und direkt zurück. Und die Rückhand. Oh. Jawohl, der war Rim. Rim.
Und damit steht es 12-13. Sind wir da dran? Was? Bis 21 ist alles möglich. Ah, okay. Wir sollen wegen der Musik aufpassen. Ja, vielleicht können wir die Musik ein bisschen leiser machen. Soll wahrscheinlich Felix mal Bescheid geben. Julius, könntest du die Musik ein bisschen leiser drehen? Man hört die im Stream recht stark. Danke. Danke, Lukas, für den Hinweis mit der Musik. So, was haben wir jetzt hier? Jetzt habe ich gar nicht aufgehört. Oh, Satzball. Nee, bis 21. Ah ja, stimmt. Oh, wieder so ein schöner Jam auf dem Körper. Und Lena steht perfekt, aber es wird einfach Karate rausgeprügelt. Da bist du einfach nicht. Einfach ciao. Ach, sie spielen bis 15. Ah, tatsächlich bis 15. Okay, sie spielen nur bis 15. Dann war es doch Satzball. Ja. Ach, trotz so einer Aufholjagd geht der Satz an Dreiländerschreck. Ja, auch knapper als ich vorher erwartet hätte, muss ich aber sagen. Aber das deutet schon einen spannenden zweiten Satz hin. Also, denkst du, wir sehen noch einen dritten oder denkst du, die machen das? Ich dachte am Anfang, dass es ein klares Ding wird, aber jetzt, wo sie so zurückgekommen sind, kann ich mir schon vorstellen, dass wir da einen schönen dritten Satz bekommen. Ja, ich glaube auch, dass alles offen ist. Ja. Das wäre eigentlich hier perfekte Gelegenheit für eine Cheerpause. Felix. Ja! Auf geht's, da kommt die Cheerpause. So. Da haben sie den ganzen Tag drauf gewartet. Ich glaube, die meisten Cheerleader von vorher sind tatsächlich schon wieder heimgefahren. Ach so. Das waren sehr viele Gäste, die noch vom gestrigen Spieltag nochmal in der Halle vorbeigeschaut haben. Jawohl. Ihr könnt es jetzt noch nicht sehen, aber... Es wird sich vorbereitet. Es wird noch kurz die Choreo besprochen. Ich glaube, wir müssen ihnen noch sagen, dass sie weiter... Ja, okay, Felix hat es schon im Griff. Ja, aber ich glaube, die üben gerade noch absichtlich abseits der Kamera. Okay, gut. Für die perfekte Choreo. Nicht, dass die Zuschauer schon gespoilert werden. Das wäre dann auch langweilig. Das ist doch das Schönste an der Community, oder? Vorher einfach so zufällig. Yeah. Die haben die Pompons dabei. Wir haben uns den Pompons einfach geschnappt. Auf einmal kommen noch 5, 6 Leute dazu. Und dann stehen wir da zu 12 und machen irgend so eine Choreo, die wir uns gerade überlegt haben. Ich liebe das. Vor allem freue ich mich, dass ich hier sitze und nicht mitmachen muss und mir das jetzt hier schön anschauen kann. Herrlich. Also, wir pausieren kurz den Stream. Und dann wird kurz die Choreo nochmal ganz kurz besprochen und dann machen... Melden wir uns gleich wieder zurück. Dann bekommt ihr bestes Entertainment. So. Sind wieder online. So, jetzt geht's los. Einfach zuschauen und genießen. Passt, oder? Ja. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn man normale Musik dazu einspielen könnte, aber Twitch mag das gar nicht. Eigentlich haben wir jetzt auch schon die Favoritinnen und Favoriten ganz vorne mit den besten Kostümen, ne? Ja, die machen gerade ihre Werbung, glaube ich. Ja.
Sehr schön. Oh, sehr schön. Geil. Ich glaube, das ist auch Weltpremiere, dass es bei einem Roundnet-Finale eine Cheer-Einlage gibt. Klar, ja. Herrlich. Ich glaube, wir müssen einen Weltrekord anmelden. Größte... Was? Bisschen weiter weg wieder, damit ein bisschen längere Ballwechsel. Ja, so passt. Ja. Ja. Vielleicht noch ein bisschen weiter nach rechts. Ja, bisschen, ja. Hm? Perfekt. Ja, meiste Personen in der Zwischenpause von einem Finale Cheer-Einlage. Schon jetzt ein Highlight. In, ja, das stimmt. Stimme ich absolut zu. Oh, jetzt wird nochmal gewischt. Oh, professionell, wie wir sind. Aber es ist auch wichtig. Felix gibt noch eine Solo-Tanzeinlage. Felix, wir sind auf Twitch, das darf man nicht. Verhaftet wegen zu sexy, eindeutig. Ja, man muss dazu sagen, die Halle ist extrem staubig. Was? Unsere Halle ist doch extrem staubig. Ja, sorry. Aber es ist leider... Ich halte sie. Es ist wirklich schrecklich. Und von daher, das Wischen bringt extrem viel. Ja. Ich glaube, er hat vor allem auch die Pompon-Fitzelchen, die runtergefallen ist, wieder zurückgebracht. So. Und jetzt geht's in den zweiten Satz. Ich glaube, wir hatten vorher angefangen. Ich glaube, Lefer hat vorher angefangen. So, der wird nochmal umarmt. Man kennt sich und liebt sich ja. Ah, doch nicht. So. Okay. Let's go. Oh, direkt schöne Angabe. Ja. Oh, schöner Buddy. Schade, da springt der Ball nicht genug weit weg. Bisschen zu kurz. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal da. Ich habe auch insgesamt sehr wenig Blocks gesehen. Ja. Aber ich glaube, das liegt doch daran, dass einfach sehr gut abgeschlossen wird. Also man sieht den Block auch oft und dann schlägt man einfach vorbei. Stimmt. Der Block ist oft einfach bloß dazu da, Angst zu machen. Es hilft aber auch manchmal, ne? Einfach Druck am Netz aufzubauen. Hilft oft. Oh. Das macht Ron ja echt gut, weil Fiona macht tatsächlich den Schritt, den ich vorher vorgeschlagen habe, und jetzt spielt sie nicht mehr rechts das Netz rein, sondern links. Und dann hat man sie auf einmal nicht mehr. Das ist halt eine große Stärke, wenn man diese Variation hat. Ja. Weil die Gegenspielerin einfach nicht weiß, was kommt. Und es ist immer unangenehm. Ja. Und dann musst du auch eigentlich, bist du eigentlich auch gezwungen, möglichst mittig stehen zu bleiben. Ja. Oh, schöner Push mitten in den Körper rein. Und schön flach. Starke Angabe. Oh, schöner Touch. Oh. Oh. Da dachte sie, glaube ich, sie steht näher am Netz. Ja. Schade. So, und schon steht es 4-1. Aber sie können noch zurückkommen. Stark. Oh, ja. Schlaue Entscheidung. Manchmal, nicht oft, aber manchmal macht es einfach Sinn. Ja. Vorher auch schon viel Übersicht. Ah, ja. Da wäre Ron ja fast dran gewesen. Also ist doch viel Risiko auch dabei. Ah, oh, spielen sie nicht. Okay. Und die Safety-Angabe, es geht für Defense. Oh, nein! Oh. Die sind zu schnell. Schade. Oh, das ist natürlich frustrierend. Man hat den Ball eigentlich und dann hat man ihn zu gut. Stark angenommen. Oh. Nein! Da belohnt sie sich nicht. Ja. Das sind die Mädels von Dreiländerschreck gerade einfach ein bisschen konstanter. Ja. Sind souveräner. Das war vorher auch schon so, dass sie eine kleine Phase hatten, wo sie unkonzentriert waren. Und da haben sie direkt kassiert. Ja. Da lohnt es sich vielleicht auch mal eine taktische Auszeit zu nehmen. Oh. Doppelfehler sieht man, wie gesagt, sehr selten. Bei den Zweien. Und da kommt der Kurze. Und nochmal die Zwei. Ja. Da ist sie noch mit den Fingerspitzen ein bisschen dran, kriegt den aber
leider nicht zurück. Ja, der geht einfach zu weit. In der Halle auch immer schwer, also vor allem, wenn es rutschig ist, Gas zu geben und loszusprinten. Der Länderschreck jetzt schon fast auf halbem Weg zum Sieg. Ja, abwarten. Vorhin kamen sie auch nochmal richtig gut zurück, die anderen Welten. Ja. Traue ich denen auf jeden Fall zu, dass sie das jetzt auch nochmal schaffen. Oh. Ja. Ja. Da sieht sie, dass Ronja ein bisschen zu locker dasteht. Aber es macht Lena generell schon jetzt ziemlich viel Auge für den Gegner auch. Oh. Aha. Oh, schade. So krass, wie sie die Übersicht noch hat, dass Lena sich so hinter ihr befindet und sie den Ball zurückspielt. Also nicht vorspielt, sondern einfach zurück. Und auch wunderschön nochmal ins Netz gebracht. Oh, dann klappt es halt aus dem Laufen mit links nicht. Das ist echt schade. Ja. Oh, sehr schön angenommen. Oh, was ein Abschluss. Mit Sprung und einfach 20 cm über dem Boden weggefeuert. Traumhaftes Niveau hier. Und gleich das Atem daher. Das gibt Selbstvertrauen. Ja, das pusht. Oh, ich fühl ein Comeback. Ich fühle ein Comeback. Ah, das ist jetzt ein bisschen zu eilig vielleicht. Ja. Oh, sehr schön für die Safety-Angabe gegangen. Mag ich. Oh. Nein! Oh, schade. Das sah kurz ein bisschen aus, als hätte er sie mit dem Gesicht geblockt. Ja, irgendwie schon. Ich glaube, da war dann gar kein Touch. Ja. Aber auch schön gesehen von Ronja, dass sie da fest im Block steht und einfach komplett drüber schlägt. Ja, man ist ja immer ein bisschen für ein Underdog. Oh. Ich glaube, das ist ernst gemeint. Ist das ernst gemeint, oder nicht? Schade. Ach, schön. Oh, und er kommt nochmal und? Schön gemacht von beiden Teams. Schöne Rallye. Ja. Das ist immer sehr ärgerlich, wenn man so 2-3 Bälle zurückbringt und dann immer für das Team, die es nicht draufkriegen, dann ist immer ärgerlich. Aber es sind auch die Rallyes, die Spaß machen. Hops the trap. Oh, ja. Das zieht sie wieder gut. Der war auch schwer anders überhaupt anzunehmen. Ja. So, 8 zu 10. Boah, sie trifft wieder. Oh, Soft Touch. Wunderschöner Soft Touch. Nein! Oh, da verliert sie die Nerven. Schade. Damit ist Dreiländerschreck wieder drin. Ja. Schön feste Angabe. Oh, da steht Ronja perfekt. Und ja, aber und nochmal. Oh! Sie fliegen Wahnsinn. Einfach nur durch die Halle. Schön. Also wirklich, alle sind die Waagschale geworfen. Sind sie sich, glaube ich, gerade unsicher, wer Angabe hat? Ja, aber es passt es wird so, ja. 12, wiederholt 8, aber dann, so. Oder? Nee. Nö. Dreiländerschreck mit 4 Punkten in Führung. Oh! Ja. Schade, dass er gar nicht runterkommt. Ja, Dreiländerschreck hat aber ein bisschen Probleme, kurze zu verteidigen. Dann haben sie jetzt schon öfter auf das Punkte gemacht. Ja, stimmt. Die beide dann auch zu weit weg vom Herz haben. Dafür holen sie die langen umso besser. Ja.
die sichere Angabe. Ah, da ist der Hüpfer wieder. Das ist immer so ärgerlich. Ich weiß auch nicht, woher der Hüpfer immer kommt. Also, man hat irgendwie so einen natürlichen Instinkt, einfach hochzuspringen. Ja, ne? Man denkt, man kriegt ihn. Ja. und dann ist man nicht 3 Meter groß. Das ist echt schade immer. Kurz hier zurück. Aber man muss versuchen, alles anzunehmen, was man kriegen kann. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen die Verzweiflung, die mit reinspielt. Dass man da gut dabei bleibt. Oh. Ich weiß nicht, ob das Rim war oder? War gleich Rim, oder? Nee, Rim. Ui, damit jetzt, ist es der Matchball für Dreiländereck. Oh, und der geht wieder schön auf den Körper. Diesmal geht der zweite nicht. Da fehlen dann die ersten. Aber ich glaube, da wurde ein bisschen. Nö, doch nicht. Okay. Hat sich nicht behindert gefühlt. So, schauen, ob sie noch ein Comeback starten. Nee. Ich glaube, Fiona hat ja 10, 14. Ja, stimmt. So. Das ist jetzt natürlich die ultimative. Situation. Sie geht für eine sichere Angabe. Und sie holen die Defense. Oh. Jawohl. Und nochmal hoch. Oh. Und geht direkt auf Netz. Und da verliert sie die Nerven. Oh mein Gott. Das ist der Start vom Comeback. Ich finde es auch so spannend. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Jetzt der Druck. Druck ist jetzt mega hoch. Ja. Das ist, ich will da nicht stehen und eine Angabe machen müssen. Das ist einfach die schlimmste Situation. Ja. Oh, schade. Und dann traut sie sich eine kurze zu probieren. Ja. Sehr mutig. Ich glaube, das ist der Überraschungsmoment, den du da mitnehmen willst. Und dann macht sie eine sichere. Nochmal. Oh, stark. Oh, und der Bodyblock. Einer hat die Defense. Oh, die Backpack kommt raus zum Sieg. Schlag zum Sieg. Stark gespielt. Ganz starkes Finale. Ja. Der zweiten sehr gegönnt. Ja, dafür lange nicht den Nerven verloren, noch mitgespielt. Krass. Wirklich stark. Richtig schön. Und verdient gewonnen von Dreiländereck. Waren einfach so konstant. Und sie feiern sich gegenseitig, das ist doch das Schönste. Ich glaube, die gönnen das sich beide gegenseitig richtig. Auf jeden Fall. Und zweiter ist auch sehr zufriedenstellend. Finale kann man nicht viel falsch machen. Ich finde es eh schon eine Lösung, wenn man im Finale ist. Medaille ist sicher. Muss ich weg? Ja, ihr habt euch ja auch noch das Podium gesichert. Ja. Deswegen melde ich mich jetzt mal ab. Tschüssi. Viel Spaß bei der Siegerehrung.